Hallihallo liebe Leute, ich bin Akku mit seinen Zuhörern zu Masox Let's Plays und Crazy und Aha Crazy Talk Videos. Oh Mann. So, da wollte ich jetzt eigentlich nur kurz etwas erzählen, denn hey Mann, was heißt kurz erzählen? Heute ist mal wieder ein Update Video. Ein Update Talk Rundenvideo natürlich und ich nehme über AI live auf und ja, das ist natürlich vielleicht ein kleines bisschen zu verzögert hier über Webcam, aber ich sage mal nicht so schlimm. OBS ist mir halt in dem Fall nicht mehr so das Wahre. Ich habe zwar schon ein paar andere Aufnahmen noch ausprobiert, wie zum Beispiel Loilo Game Recorder, aber da irgendwie ruckelt das beim Zocken, also beim Zocken selber. Ruckelt es dann, da nimmt anscheinend Loilo Game Recorder ein bisschen zu viel Leistung der Grafikkarte. Und das ist natürlich Kacke. Das ist einfach echt Kacke. So, und damit habe ich mir eben jetzt gedacht, hey, es wird ja mal wieder Zeit für ein Update-Video. Und da habe ich mir gedacht, hey, Leute, ich zeige euch mal eine kurze Aufnahme von AI Live, wie ich mich ja so mal Testaufnahme gemacht habe. So eine ganz kurze und let's go. Ich bin Steinzeitmensch. Ich will Feuer haben. Ja, Feuer. Ich brenne. Feuer. Feuer. Und ich habe Hunger. Ich esse, während ich brenne. Lecker, Schmecker. Ja, wie ihr da gesehen habt, Alter. Naja, Feuer und esse dabei. Ja, ist klar. war schon irgendwie verrückt von mir, was ich da so gelabert habe, ne? Feuer und so. Das ist irgendwie unbekloppt gewesen. Naja. Gut. AI Live finde ich soweit eigentlich jetzt ganz in Ordnung. Da jetzt Videos zu machen, wird vielleicht eher über das, sagen wir mal bei manchen Games vielleicht nicht ganz so gut sein, aber bei TV ist auf jeden Fall, läuft das da richtig gut, finde ich. Und ja, ansonsten ist es richtig gut, ja. Jo. Was zum Beispiel mit dem Rauchen betrifft, ja. Ich rauche immer noch. Hier habe ich, glaube ich, sogar noch 3 Kippen drin, aber nicht so schlimm. Ich habe dann noch so eine fette Packung. 11,40 € Stück. Dann noch. Nochmal 11,40 € Stück. Tu mal anzoomen. Richtig, mein Freund. Ja, richtig. Zeig da mal richtig an, Alter. Das blöde Licht hier an der Seite ist jetzt ein bisschen blöd. Naja. Gut. Tut halt ein bisschen mehr so. Ist ja jetzt ein bisschen heller da. Puh. Ich denke mal, das liegt halt daran, AI Live, bisschen anders da als bei OBS, aber ich würde mal sagen, nicht so schlimm. Wie ihr seht, das Ganze hier ist immer noch nicht so richtig aufgeräumt. Das Einzige, was ein kleines bisschen ist, vielleicht der Fernsehtisch hier. Und ich habe jetzt eine Stereoanlage, eine alte, die gehörte mal meinem Vater. Mein Vater, als der ausgezogen ist, hat meine Stiefmutter die Anlage behalten können, aber die wollte die Anlage jetzt nicht mehr haben und hat sich dann sozusagen eher so ein kleines CD-Dings da geholt. Ich weiß nicht, wie sie diese Teile heißen. Irgendwie so rund, wo man CD reinpacken kann oder also Musik-CDs hören kann oder auch Radio. Oder einen USB-Stick reinstecken kann und damit dann Musik hören kann. Ich habe jetzt eine alte Anlage, da geht noch nicht mein USB-Stick, weil die schon
weil die Anlage ist von den von den 90er. Was man aber machen kann bei der ist mit Musik-CDs und auch Kassette, also Hörspielkassette. Habe ich zwar auch schon einmal probiert, funktioniert ganz gut, nur Zurückspulen oder Vorspulen funktioniert nicht mehr. Wenn ich es probiere, dann spinnt das so rum und dann geht das Band da raus. Habe schon fast dann versucht, das Band irgendwie da rauszubekommen und habe dann meine alte Hörspielkassette, wo ich mal Musik drauf aufgenommen hatte, gefetzt. Naja, ist halt so, nicht so schlimm. Obwohl, da war schon ein paar gute Lieder drauf gewesen. Ja, kann man nichts machen. Nicht so schlimm. CDs oder MP3s auf USB-Stick oder auf dem PC ist heute ja eher mehr in oder Spotify oder sowas. Das ist eher anzuhören oder sowas ist heutzutage noch viel mehr in. Aber ich höre mir gar kein Spotify an. Wenn ich mir Musik höre, dann höre ich entweder wie jetzt an der neuen bzw. alten Anlage oder ich höre einfach auf dem PC MP3s, also Alben, die ich mir mal gekauft habe und da drauf kopiert habe auf meinem PC, höre ich mir dann so an. Also ich höre mir nicht irgendwie in irgendwelchen Musikseiten oder so Musik an, nee. Ich höre mir dann lieber so meine Musiksachen an, die ich mir selber auch mal gekauft habe. Es gibt natürlich Leute, die kaufen sich lieber Musik irgendwie im Internet oder so und hören dann da ihre Alben an, aber finde ich nicht so gut, wenn man sich Musik so kauft und dann runterlädt und dann im Internet anhört. Ich meine, was ist, wenn mal das Internet nicht funktioniert? Dann kannst du diese Lieder nicht mehr anhören. Dann hast du Pech gehabt. Ja. Deswegen lieber gut, wenn man es auf dem PC hat oder sogar auf einem USB-Stick oder auf einer Musik-CD oder sogar auf einer Original-Musik-CD. Also ich tue heutzutage, wenn ich Musik kaufe, immer noch auf originale Musik-CD kaufen. Finde ich irgendwie meistens eher viel besser als kaufen, dann runterladen und naja, nicht so meins. Aber gut, die Anlage ist eigentlich schon geil. Die ist schon etwas groß, kann man sagen. Aber die ist nicht wirklich sehr schwer. Die ist gar nicht so schwer. Ich habe eigentlich gedacht, die wäre schwerer. Eigentlich habe ich gedacht, die wäre schwerer, Leute. Aber naja. Was das Ganze auch noch ein bisschen blöd macht bei AI Live von AMD, diese Software, dass man halt nicht mehr rausgedöns mit so, wie sagt man, mit einfügen kann. Es sei denn, man tut die Mikrofonspur separat einstellen, separat aufgenommen wird in dieser Software. Aber in meinem Fall würde ich sagen, hey, ich mach's einfach so, wie ich früher auch mit Bandicam gemacht habe. Und mit Bandicam habe ich, glaube ich, aufgenommen 4 Jahre lang, bis ich dann vor 2 Jahren OBS kennengelernt habe. Ja, vor 2 Jahren habe ich erst OBS so richtig kennengelernt. Ich kannte zwar OBS vorher schon vom Hören oder vom Videos von YouTube, aber nicht so mich so drum beschäftigt, das irgendwie downzuladen und dann zu installieren. Da habe ich nicht so nachgedacht gehabt, weil was ich nicht kenne, wird nicht heruntergeladen. Ist halt so bei mir. Und wenn ich es doch runterlade, dann nur, weil ich vielleicht ein paar mehr Videos oder so
über OBS-Einstellungen und sowas mir mal angeschaut habe und gemerkt habe, okay, könnte doch geil sein. Und dann doch runtergeladen. Und das war das Beste, was mir je passiert ist mit diesem Aufnahmeprogramm. Aber leider ist OBS nicht mehr so toll mit dem Aufnehmen. Stream ist gut, aber Aufnehmen ist eine Katastrophe. Ob du eine sehr gute Grafikkarte oder CPU hast, Alter, ist immer eine Katastrophe heutzutage da. Weil die sich verflucht doch mal mehr. Weil die sich da einfach verflucht doch mal mehr aufs Livestream konzentrieren. Die Entwickler von OBS. Schade eigentlich, na gut. Das war's eigentlich schon, ne? Ich hab von der Arbeit sogar sowas geschenkt bekommen, dort wollte ich auch noch sagen, Toffifee. Dann habe ich noch einen Gutschein, ein Teegut, nicht ein Gutschein, sondern eher ein Teegut-Guthabenkarte geschenkt bekommen von im Wert von 40 Euro. Habe ich am Donnerstag bekommen und gestern eingelöst. Ja, direkt gestern eingelöst, ja, nach der Arbeit und war auf meinem, weil ich im Prinzip momentan auf dem Konto ziemlich blank bin, kam diese 40 Euro wirklich schon gut gelegen, muss ich sagen. Da habe ich erstmal schön viel Bier gekauft, meine geliebten Prinzenrolle bzw. Doppelkekse und dann noch meine geliebten Gummibärchen, aufpassen, damit ich nicht Werbung mache. Das ist doch scheißegal, ob ich jetzt Werbung für Haribo mache oder nicht. Mann, die stellen sich an den YouTube. Alter Schwede. Naja. So ist es heutzutage. Stellen sich an. Wie der letzte Mensch, oder wie der erste Mensch. Man sagen so, aber stell dich an wie der letzte Mensch. Es gab noch keinen letzten Mensch. Ja, es gab noch keinen letzten Mensch oder so auf der Erde. Es gab nur der erste Mensch auf der Erde. Und der soll laut Bibel, also die ersten Menschen, Adam und Eva gewesen zu sein. Also Adam und Eva gewesen zu sein. Also gewesen zu sein. Ich glaube nicht. Aber naja. Der Herr sagte Licht. Doch er fand den Schalter nicht. Gut Leute, ich bin raus. Bis dann. Euer Gumsi. Yeah.